Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prehistoric Hunt. Das Ziel für die heutige Folge ist, dass wir eine neue Waffe freischalten. Und zwar, ich glaube, hier können wir das gucken, ne? Genau. Die Hunting Rifle möchte ich freischalten. Dafür fehlen uns $200 und das ist gar nicht mal so wenig. Weil ich muss jetzt auch noch ein bisschen was für Munition ausgeben. Weil wir halt kaum noch was haben. Ja, so ist ganz gut. Bisschen Pistol-Muni kaufe ich auch noch. Schon sind wir nur noch bei 228. Und nur mit Dinosaurier erlegen ist das sehr, sehr schwierig. Deswegen werde ich heute versuchen, mich ein wenig mehr auf die Aufträge zu konzentrieren. Oh, ich glaube, das hier ist die Belohnung da unten. Kann das sein? Ich mache mal das hier mit dem Utah-Raptor. Das klingt spannend und interessant. Mal gucken, ob das alles so klappt. Mit Utah-Raptoren habe ich mich noch gar nicht angelegt. Aber dafür müssen wir erstmal in die Richtung gehen anscheinend. Das machen wir doch mal. Ich weiß halt gerade nicht, ob die Sonne auf oder unter geht. Ich glaube, die geht auf. Das ist gut. Weil nachts will ich mit den Utah-Raptoren mich nicht unbedingt anlegen. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon im richtigen Gebiet. Ich habe halt echt Angst vor denen, muss ich sagen. Ich glaube, die greifen halt an. Okay, das ist der Pteranodon. Der soll einfach weiterfliegen. Damit möchte ich mich gerade nicht auseinandersetzen. Aber ich will eigentlich auch ein bisschen eher schleichen und so, damit ich die halt zuerst entdecke und nicht sie mich. Oh. Okay, das ist kein Utah. Sieht aus wie ein Albino oder so. So hell. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den damit erlegt kriegen. Ich nehme den aber mal mit. Wenn das eine seltene Farbe sein sollte, dann ist das ja gar nicht schlecht. Bringt dann sicherlich viel Geld. Ich weiß jetzt aber nicht, warum der erste Treffer nicht gehittet hat. Sounds. Oh, die Erde bebt. Was ist das? Da unten ist auf jeden Fall das Ding, was ich angeschossen habe. Lebt noch. Hier kommt irgendwas auf uns zu. Das ist ein Spino. Oh mein Gott. Wir bleiben ruhig. Der hat uns gesehen. Oh mein Gott. Das geht ja gut los hier. Ich höre schon wieder, was auf uns zukommt. Werdet ihr jetzt hier zu Respawn-Killern oder was? Ich höre überall Schritte, ey. Ja, er kommt schon wieder. Geh weg! Oh nein. Ich bin schon wieder losgesprintet. Das hatte ich ja letztes Mal schon erklärt. Wenn man rückwärts läuft und sprintet, läuft man nach vorne. Ach Mann, das vergesse ich jedes Mal. Aber war jetzt auch mies, ne? Dass er uns da Respawn killt. Das war kein guter Hit. Das auch nicht. Aber Hauptsache, er geht down, bevor er uns angreift. Die Waffe ist leer. Aber er flüchtet, das ist gut. Ich habe halt echt Angst, dass der Spino nochmal wiederkommt. Der ist halt genau hier in dem Gebiet. Ich weiß halt nicht, ob ich den erlegen kann. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber der macht halt unsere Mission hier ein bisschen zunichte. Ja, Silber. Es war aber auch schlecht geschossen die ganze Zeit. Wobei,
Ja, Wirbelsäule ist jetzt auch nicht so schlecht, ne? Aber wir brauchen davon 5 Stück. Okay, das ist crazy. Und die sind im ganz anderen Gebiet. Aber es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir wegwandern von hier. Okay, das ist der Helikopter. Ich hatte gerade schon wieder Angst. Ne, wegen dem Spino ist es vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, der kommt auf uns zu. Mehr brauche ich nicht schießen. Der wird safe down gehen. Also der letzte Hit war, glaube ich, ziemlich gut. Ich glaube, ich muss mich einfach ein bisschen näher ranschleichen. Weil mit meiner Waffe komme ich da, glaube ich, nicht weit. Die hat bestimmt keine Durchschlagskraft. Gerade für so große Viecher. Na, guck mal, der letzte war gut. Beide Lungenflügel durchtrennt oder zerschossen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, wie ein Triceratops. Die wandern halt gerade weg. Was ein bisschen problematisch ist. Aber hier oben wäre auch nochmal eine Crate. Da könnten wir nochmal hin. Vielleicht ist da ja was. Und dann können wir das irgendwie kombinieren miteinander. Ja, Steps über uns. Scheiße. Ich gehe jetzt erstmal Richtung Küste. Ich weiß halt nicht, ob wir schwimmen können. Vielleicht kann uns das Wasser auch schützen vor großen Sauriern. Da ist der Spino. Den schießen wir mal an. Ich glaube, der Spino kommt. Oh, der Pachi will auch angreifen. Hier, den haben wir. Packen wir den schnell ein. Der Spino kommt auch auf uns zu. Oh Gott, ey, ich glaube, der verfolgt uns jetzt die ganze Folge. Renn. Und jump. Oh nein, er kann auch schwimmen. Oh Gott, das hätte ich mir auch denken können. Oh, dieser blöde Spino. Oh Mann, ey. Meint ihr, ich kann den austricksen, wenn ich hier oben auf dem Felsen bleibe? Keine Chance. Ich dachte, er fällt vielleicht runter, wenn ich da oben stehen bleibe. Scheiße. Weiß echt nicht, was ich gegen den machen soll. Oh Mann, ey. Aber die Triceratops-Mission ist jetzt nicht weg. 1 von 5 immer noch. Was ist das? Kano. Meint ihr, wir schaffen den? Ich glaube nicht. Na, Waffe ist leer. Ach komm, ey. Meine Waffe ist aber auch einfach zu schwach. Ich habe den 5-mal getroffen oder so. Aber wie soll ich denn die neue Waffe freischalten? Ich glaube, ich darf mich nicht mehr mit denen anlegen. Ich muss mich verstecken oder so. Das ist halt gerade echt ein Struggle. Weil überall sind Prädatoren und ich kann die nicht erlegen mit dieser Waffe. Wir müssen unbedingt die Hunting Rifle kriegen. Diese Waffe macht einfach 0 Schaden. Und mit den Flares kann ich die irgendwie auch nicht ablenken. Also ist schwierig gerade.
Ich habe jetzt mal noch eine neue Mission angenommen. Nämlich müssen wir 4 aggressive Ankylosaurus erlegen. Und die sollen genau hier sich in dem Gebiet auch befinden, wo wir gerade sind. Ich habe auch gerade schon einen Schrei gehört. Und ich denke mal, dass wir genug Geld haben nach der Mission. Ich hoffe mal, dass ich jetzt eine ganze Herde finde und dann nicht so lange suchen muss. Aber die Laufwege in dem Spiel sind teilweise echt sehr, sehr lang. Da vorne ist der erste. Ich denke mal, ich schieße den jetzt gleich einfach an, weil eigentlich sind die doch aggressiv, oder nicht? Und dann kommt er schon her. Ne, der rennt jetzt weg. Ich muss gleich mal gucken, ob man Luft anhalten kann mit der Waffe, weil das ist teilweise ein bisschen... Oh, ich glaube, der ist schon tot. Ich glaube, da haben wir gute Schüsse gelandet. Aber es ist teilweise ein bisschen schwer zu zielen, wenn er immer wackelt. Da muss es ja bestimmt irgendeine Taste geben. Ja, Nummer 1 haben wir. Das war ziemlich clean. Wahrscheinlich ein Herztreffer, oder? Ja, direkt ins Herz geschossen. Ich glaube, es hätte ein Schuss sogar gereicht. Ja, golden, nicht schlecht. Da ist er down. Ja, wir werden immer besser mit dem Schießen. Aber das mit dem Luftanhalten hilft halt auch enorm. Ich glaube, der dritte oder vierte war auch wieder ins Herz. Nee, Stomach. Okay, gar nichts gut. Viel weiter unten beim Triceratops. Egal. Alles mitnehmen. Wir brauchen alles an Gold. Jetzt müssen wir nur die Ankis hier noch finden in dem Gebiet. Da ist noch ein Pachi. Können wir das Safe auch noch mitnehmen. Ja, wo kommt er? Als ob der nicht down geht. Boah. Aua. Wieso geht denn der nicht down? Ich hab den doch voll aufgehittet. Jetzt ist er down. Aber ich bin auch, glaube ich, fast gestorben. 59 haben wir noch. Geht noch. Ich werde jetzt nochmal so viel erlegen, wie geht. Und dann gehen wir ja zurück, würde ich sagen. Lassen wir es mit der Anki-Mission gut sein. Als ob der nicht down geht. Wie viel noch, lieber Brachio? Wie viel noch? Oh, jetzt, okay. Nehmen wir den auch nochmal mit. Hier ist das Warehouse. Gott sei Dank. Ich glaube, im Safe-Spot ist das trotzdem nicht hier drin. Wenn ein Dino kommt, der ein bisschen kleiner ist, kommt er da easy rein bestimmt. Aber ich bin schon mal immer froh, wenn es wieder Tag ist. Das hilft schon ungemein. Also dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt genug Geld haben. Das wäre cool. Oh, wir haben einiges gekillt. Aber es bringt alles nicht viel, ne? So viel brauchen wir auch nicht. Also mal gucken. Nein, es reicht nicht. 500 brauchen wir für die Waffe. Das ist ja bitter. Ärgerlich. Ja, dann müssen wir nochmal das Ding, was da schreit, töten. Und dann reicht's hoffentlich. Ich habe jetzt doch nochmal eine andere Mission angenommen. Nämlich sollen wir einen Brachiosaurus töten. Dann können wir jetzt auch nochmal gucken, was es bringt, wenn wir eine Mission abschließen. Brachios finde ich immer sehr einfach, weil man die gut spotten kann. Da vorne ist schon das Objekt der Begierde. Sogar zweimal. Einfach aufhalten, ist ganz egal. Wenn es jetzt nur Fleischwunden sind von hinten. Nicht, dass er flüchtet. Ich weiß halt echt nicht, wie gut die ausbluten, die Dinos, muss ich sagen. Ich hab den jetzt so oft gehittet, als ob der nicht down geht. Jetzt ist er down. Wäre wahrscheinlich auch so einfach gestorben, hätte ich ihn jetzt ausbluten lassen. Jetzt sollten wir endlich genug Geld haben. Das hat jetzt echt gedauert.
Endlich eine neue Waffe. So, jetzt gucken wir mal. 483. Hat jetzt auch nicht so viel mehr gebracht, dass wir den Contract gemacht haben, oder? Nicht wirklich. Es bringt irgendwie alles nicht so krass viel Geld. Aber wir haben doch hier irgendwo... Ach, das war sogar schon richtig, glaube ich, ne? Hier können wir auch kaufen. Genau, da können wir jetzt endlich die nächste Waffe kaufen. Nämlich die Hunting Rifle. Heavy Rifle ist halt richtig teuer. Aber ich bin froh, dass wir jetzt schon die nächste Waffe haben. Sage ich euch ehrlich. Die werden wir dann in der nächsten Folge testen. Ich rüste die nochmal schnell aus. Und ich hoffe einfach mal, dass die besser ist. Neues Visier wäre halt auch noch gut, dass wir ein bisschen näher ranzoomen können. Aber ansonsten würde ich sagen, das soll es jetzt mit der heutigen Folge gewesen sein. Hat wieder echt Spaß gemacht. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.